Ja, hallo zusammen und einen schönen guten Abend. Wir fahren fort mit dem zweiten Webinar heute und klären jetzt heute Abend, welche Aufgaben denn der Vorstand einer kleinen oder mittleren Stiftung hat. Sie erfahren, mit was Sie rechnen müssen, wenn Sie den Vorstand übernehmen, sei es im Hinblick auf die Verwendung von Stiftungsmitteln oder der Vermögensanlage und was ganz im Allgemeinen die Besonderheiten einer Treuhandstiftung sind. Dazu begrüße ich ganz herzlich Jürgen Reiß. Er ist Vorstandsmitglied der Stiftung Stifte für Stifter, die diese Woche ja initiiert hat. Die Unterlagen, die Sie auch hier wieder sehen, schicken wir Ihnen im Nachgang zu. Es wird auch eine Aufzeichnung geben, die Sie dann ab Oktober spätestens auf der Webseite der Online-Stiftungswoche anschauen können. Ja, das war es schon von meiner Seite. Jürgen, ich übergebe dann hiermit an dich und wir sind gespannt auf die nächste Stunde. Gut, vielen Dank, Sabine. Vielen Dank auch für den Hinweis, dass wir diese Stiftungswoche durchführen können. Und zwar in Kooperation mit dem Stifterverband und dem Bundesverband Deutscher Stiftungen. Wir sind sehr froh, dass Sie sich uns angeschlossen haben und auch eigene Referenten aus dem eigenen Stall mit ins Rennen geschickt haben. Und ich möchte jetzt diese Gelegenheit auch nutzen, obwohl es nicht zum Thema gehört, dem Haus des Stiftens besonders zu danken, dass seine Ressourcen und die Sabine uns für diese Woche und auch für die Vorbereitung zur Verfügung gestellt hat. Ansonsten ist es Abendessenszeit. Schlag vor, stellen Sie sich noch ein Glas Bier oder am besten eine ganze Flasche Wein, damit es nicht so trocken wird. Denn das Thema ist relativ umfangreich. Ich werde an vielen Stellen nur an der Oberfläche bleiben können, aber ich denke doch, dass der Überblick dann Ihnen helfen wird. Jeder Laie sollte eigentlich in der Lage sein, eine Stiftung zu führen. So ist jedenfalls die Grundidee mal gewesen. Ich bin vor 17 Jahren, jedenfalls als ich die Stiftung gegründet habe, meine Stiftung gegründet habe, entsprechend hemdsärmelig daran gegangen, habe mich auch gleich zum Alleinvorstand erklärt und dann erstmal 3 Jahre lang nichts gemacht, weil ich gar nicht wusste, was ich zu tun hatte. Und dann klopfte mir dann kurz vor Jahresende jemand auf die Schulter aus dem Stiftungszentrum und sagt, du hast so viel Geld angespart, jetzt tu mal was. Gut, und da ging das Rennen los. Ich möchte das für Sie vermeiden, zumal die Ansprüche und die Erwartungen, die heute an Vorstände gestellt werden, doch um einiges noch höher sind als vor 17 Jahren. Das sind nicht nur die Spender, ihre Spender und die Stiftungsaufsicht oder die Öffentlichkeit generell, sondern es gibt Fälle, die inzwischen vor Gericht verhandelt worden sind, weil Kompetenzüberschreitungen oder Mittelfehlverwendungen eines Vorstands zu Schadensersatzansprüchen geführt haben. Und die Erfahrung hat gezeigt, es gibt noch nicht viele Fälle, dass die Richter zwischen dem Vorstand von Siemens und dem Vorstand einer kleinen Stiftung, wenn es um solche Haftungsfälle geht, eigentlich nur eine sehr dünne Trennlinie ziehen. Es gibt noch eine, aber die ist dünn. Als ich mich hier vorbereitete auf dieses Webinar, recherchiert habe im Internet, da stieß ich nicht zufällig auf fast ausschließlich Texte und Vorträge zu diesem Thema, die von Juristen gehalten wurden, was ja nahe liegt, meint man. Und die legten natürlich ihren Schwerpunkt auch auf die genannten Fälle, Haftung bei Schadensfällen, Überschreitung von Vertretungsbefugnissen, falsch ausgestellte Zuwendungsbestätigung und so etwas machen damit einem Vorstand dann so richtig Angst. Nun, ich bin kein Jurist, ich bin Kaufmann und ich werde über das Thema Haftung eigentlich nur ganz kurz am Ende und auch wenn noch Zeit bleibt, sprechen. Ich gehe lieber direkt in die Themen, die ein Vorstand üblicherweise ab arbeitet, mit denen er sich in der Praxis beschäftigt. Und ich kann Ihnen versprechen, wenn Sie diese Liste, die ich Ihnen da gebe, als Blaupause auch für Ihre Arbeit nehmen, dann kann Ihnen haftungsmäßig eigentlich nichts passieren, weil Sie dann alles getan haben, was Sie schützt. Gehen wir in die erste Folie. Ach, hier wird erstmal Stifter für Stifter vorgestellt. Das lese ich Ihnen nicht vor. Ich gehe nur auf das Fettgedruckte. Was machen wir als Stiftung? Wir unterstützen Sie aktiv, also Menschen, die Stiftungen gründen wollen, bei der Arbeit und bei der Vorbereitung. Wir stellen uns als Treuhänder für Stiftungen, für
rechtlich unselbstständige Stiftungen zur Verfügung, haben etwa 240 Stiftungen unter unserem Dach. Wir helfen den Stiftern, ihre Stiftungsgremien zu besetzen, vor allem dann, wenn sie keine Nachfolger in der Familie haben und sagen, was passiert dann nach mir? Wenn ich tot bin, wer führt denn meine Stiftung weiter? Dann sagen wir, wir suchen da schon Leute, die auch von uns unabhängig sind. Und wir veranstalten Weiterbildungsthemen oder nehmen an Veranstaltungen teil, so wie dieses Webinar jetzt. Wir sind alle ehrenamtlich tätig. Alleine hätten wir dieses Webinar, diese Webinarreihe gar nicht durchführen können. Nun zunächst mal zur Begriffsbestimmung. Was ist denn die kleine oder mittlere Stiftung? Der Bundesverband zählt dann Größenordnungen des Vermögens auf, sagt dann bis 1 Million, das sind 70% aller bei uns registrierten Stiftungen, und bis 10 Millionen, das sind also schon dann, ich glaube, 95% aller Stiftungen. Und das sind die vielen unbekannten Treuhandstiftungen noch gar nicht mitgezählt, die in der Regel alle klein sind. Ich definiere das anders. Ich sage, die kleine und mittelgroße Stiftung bestimmt sich nicht nach der Höhe des Vermögens, sondern nach der Höhe des Einkommens und nach der Komplexität der Aufgaben. Denken Sie an eine Stiftung. Ich kenne eine solche, die ist sehr klein, sammelt aber jedes Jahr Hunderttausende von D-Mark, von Euro, Entschuldigung, an Spenden ein, die sie dann auch noch kleinteilig vergibt, nämlich in Form von Patenschaften, andere tun Stipendien oder sowas. 200.000, 300.000 Euro ist schon nicht mehr klein als Spendeneintrag, auch als Kapitalertrag nicht. Und wenn die Aufgabe dann noch so komplex ist, dass Mitarbeiter gebraucht werden, die das bewerkstelligen, damit also die Gelder auch ordentlich vergeben und verwendet werden, dann ist das für mich eine große Stiftung, auch wenn sie nur 5.000 Euro Kapital hat. Man kann darüber diskutieren, das weiß ich, aber aus der Praxis heraus sehe ich das so. Also eine kleine Stiftung, mittlere Stiftung, hat kein Personalmanagement. Die hat vielleicht 1, 2, 3 Helfer, vielleicht auch Teilzeitkräfte, aber sie hat keine Personalabteilung, sie muss sich nicht mit Lohnabrechnungen rumärgern und dergleichen. Der Vorstand arbeitet in der Regel ehrenamtlich, unbeschadet, ob er nun die 720 Euro Pauschale bekommt oder nicht. Und diese Stiftung hat keinen eingerichteten Geschäftsbetrieb. Das Büro hat der Stifter, der Vorstand, in der Regel irgendwo zu Hause, ein extra Zimmer vielleicht oder im Wohnzimmer, aber er hat kein angemietetes Büro, was sich nicht ausschließt. Das kann er haben, aber in den allermeisten Fällen trifft das nicht zu. Und sie ist wohl eher eine Förderstiftung. Das heißt, sie ist nicht operativ tätig, sie hat keine eigenen Einrichtungen. Sie ist nicht selber unterwegs in der dritten Welt oder im Umweltschutz, sondern sie beschafft Mittel für andere Körperschaften. Sie fördert andere Organisationen oder Einzelpersonen mit ihren finanziellen oder sachlichen Mitteln, die sie hat. Nur was sind die Aufgaben des Vorstands? Die meisten werden eigentlich immer schon in der Satzung aufgezählt. Da gehören diese Punkte dazu: Vertretung der Stiftung nach außen, dann die Führung der Geschäfte, also die laufende Verwaltung, dann die Stiftungs-, das Vermögensmanagement, die Verwirklichung des Stiftungszwecks. Diese beiden sind eigentlich auch die wichtigsten Aufgaben eines Vorstandes. Und dann gibt es diese lästigen Punkte wie Führung der Bücher, Aufstellung der Jahresrechnung, also die Buchhaltung. Er muss Sitzungen durchführen, in der Regel heißt 2 pro Jahr oder so als Minimum. Und er muss auch Rechenschaftsberichte abliefern in unterschiedlichem Umfang. Kommen wir zum ersten Punkt. Ich gehe diese Punkte dann durch, komme dann hinterher noch zu den optionalen Aufgaben des Vorstands, was er tun kann, aber nicht muss. Und dann ist das Thema noch Treuhandstiftung. Was ist da anders als bei der rechtsfähigen Stiftung in Bezug auf die Tätigkeit des Vorstands? Und wenn noch Zeit bleibt, gehen wir auf das Thema Haftung nochmal ein. Wenn nicht, haben Sie trotzdem ja die Präsentation hinterher, wo Sie das nachlesen können. Also die Vertretung der Stiftung heißt, dass jemand namens der Stiftung Erklärungen abgeben darf gegenüber Dritten, Verträge unterzeichnen darf, auch Zusagen, auch mündliche Zusagen machen darf, die dann unter Umständen noch bindend sind. Diese Vertretungsbefugnis ist
eigentlich wichtig, diese offenzulegen, ist wichtig für die Vertragspartner, denn die wollen ja wissen, ist der Stiftungsvorstand, ist das Mitglied dieses Vorstands, mit dem ich da gerade rede, eigentlich befugt, diese Aussagen und Zusagen zu machen, die er da jetzt mit mir vereinbart. Es ergibt sich in der Regel aus der Satzung. Wenn nicht, dann gilt das BGB und im BGB steht, dass Vereine und Stiftungen durch ihren Vorstand in der Gesamtheit vertreten sind. Das heißt, er vertritt dann diese Stiftung durch die Mehrheit seiner Mitglieder. Haben Sie 5 Mitglieder im Vorstand, müssen 3 unterschreiben in dem Vertrag, dann ist er gültig. Ja, aber die Satzung ist in der Regel präziser. Sie legt dann unter Umständen auch fest, dass zum Beispiel der Stifter, solange er im Vorstand ist, sich auch das Recht vorbehält, die Stiftung alleine zu vertreten. Ansonsten umfasst diese Vertretungsvollmacht, Vertretungsbefugnis, Zeichnungsbefugnisse, Kontenvollmachten, Zusagen. Sie wird vergeben in der Regel aufgrund einer Vollmacht. Sie müssen ja Ihrem Gesprächspartner zeigen, hier guck, ich darf mit dir über das reden. Diese Vollmacht erhält dann der nicht der Vorstand insgesamt, sondern das einzelne Mitglied des Vorstands, entweder durch ein Schreiben, ein Vollmachtsschreiben der Vorstandskollegen oder aber auch durch eine Vertretungsbescheinigung der Stiftungsaufsicht. Das sehen Notare zum Beispiel ganz gerne so. In der Regel wird der Vorstand oder wird die Stiftung durch mindestens 2 Vorstandsmitglieder vertreten. Es soll also das Vier-Augen-Prinzip gelten, damit nicht einer loszieht und irgendwas erklärt, was die anderen möglicherweise seltsam finden. Und sie muss auch nicht jedem Vorstandsmitglied erteilt werden. Also wenn jemand für die Finanzen zuständig ist, dann sollte er die Kontenvollmachten haben, aber es müssen nicht alle Vorstandsmitglieder Kontenvollmacht haben. Aber das entscheiden Sie dann innerhalb des Vorstands oder wenn Sie einen Stiftungsrat haben, kann der das auch entscheiden. Das kommt dann wieder auf die Gestaltung an. Darf ich mal ganz kurz mit einer Frage reingrätschen, die jetzt gerade ein paar Mal aufkam? Ganz generell als Verständnis, wie weit gilt, was jetzt für den Vorstand einer Stiftung gesagt wurde, auch für den Vorstand eines Vereins? Ist das übertragbar? Es ist grundsätzlich übertragbar. Also was ich hier vortrage, gilt für den Verein, für die Stiftung. Gut, der Verein hat keinen Stiftungsrat, der hat die Mitgliederversammlung, das sind die Vorbereitungstätigkeiten, etwas anders. Aber im Grunde gilt das auch für den Verein, den Vereinsvorstand. Es gilt auch für den großen Verein und die große Stiftung. Nur da kommen dann noch ein paar Dinge noch mehr dazu, die ich dann jetzt eben nicht hier anspreche. Ich bleibe bei der kleinen Stiftung, dem mittleren Verein. Vielen Dank, vielen Dank, das klärt es grundsätzlich. Danke. Ja, natürlich. Gut, von der Vertretungsbefugnis ist das Recht zur Geschäftsführung zu unterscheiden. Bei der kleinen und mittleren Stiftung wird in der Regel der Vorstand auch die Geschäfte führen. Das heißt, die laufende Verwaltung übernehmen. Es kann aber auch sein, dass ein Vorstand eben sich nur auf die strategischen Aufgaben zurückzieht und einen Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin einsetzt, die dann die laufende Verwaltung macht, die laufenden Aufgaben erledigt und dann auch Vollmachten begrenzt möglicherweise durch diesen Vorstand erhält. Wenn man die Geschäfte führt, sei es nun als Vorstand oder durch einen Geschäftsführer, dann sollte man gewisse Dinge einrichten, damit es nachher keine Missverständnisse gibt zwischen dem, was einzelne Mitglieder bestimmen, entscheiden oder haben wollen. Deshalb ist es sehr sinnvoll, zunächst mal eine Geschäftsordnung zu erstellen für diese Geschäftsführer oder den Vorstand, wenn er das selber macht. Das heißt, diese Geschäftsordnung trifft die organisatorischen Entscheidungen oder Vorkehrungen, nach denen die Vorstandsaufgaben erledigt werden. Diese Geschäftsordnung wird in der Regel vom Vorstand selber, die gibt er sich selber. Es gibt aber auch Strukturen, wo der Stiftungsrat dann mitreden will und eine Geschäftsordnung vorgeben will. Ich halte das nicht für unbedingt glücklich, aber wenn Sie das gemeinsam mit dem Stiftungsrat besprechen und tun dann, oder der Mitgliederversammlung, dann
ist das auch in Ordnung. Nur auf jeden Fall sollte der Vorstand hier eingebunden sein. Wir reden von einem ehrenamtlichen Vorstand, der macht das in seiner Freizeit, der macht es aus Spaß und dem kann man keine Aufgaben über die Geschäftsordnung zuschanzen, die ihm kann, mit denen er nichts zu tun haben will. Zu einer solchen Geschäftsordnung gehören die Geschäftsverteilung, zunächst einmal zwischen den Vorstandsmitgliedern in meinem Fall. Also es gibt drei klassische Aufgaben zum Beispiel, die in einer Stiftung zu erledigen sind. Im Verein kann das wieder ein bisschen anders sein, wenn es im Sportverein oder so. Der erste Punkt ist die Zweckerfüllung. Wer kümmert sich um die Destinatäre? Wer guckt, dass das Geld vernünftig untergebracht wird oder die Mittel entsprechend untergebracht werden? Der zweite Aufgabenbereich wären die Finanzen, die Vermögensverwaltung zum Beispiel. Und die dritte Aufgabe beim Springinsfeld, der sich für die Öffentlichkeitsarbeit, die Website, die Spenderwerbung, das Fundraising und so weiter kümmert. Es gibt dann noch weitere Aufgaben. Also in einem Sportverein würde es sicherlich für die einzelnen sportlichen Betätigungen dann unterschiedliche Vorstandsmitglieder geben, die dann der eine ist für den Fußball zuständig, der andere für den Handball und der dritte für das Schwimmen. So kann man also die Aufgaben untereinander aufteilen, dann hat man auch die Verantwortlichkeiten klar und nicht jeder redet dem anderen rein oder trifft da irgendwelche Entscheidungen. Dann sind in dieser Geschäftsordnung die internen Zustimmungserfordernisse geregelt. Das heißt also, wer soll denn bei Rechtsstreitigkeiten auftreten? Wenn Sie einen Juristen im Vorstand haben, werden Sie ihm das übertragen. Wer ist für die Außendarstellung zuständig? Aber mehr noch, was wird nur gemeinsam beschlossen? Es kann ja einer für eine Aufgabe zuständig sein, aber er sollte sie nicht alleine nach draußen ausführen, sondern er sollte sich vorher mit den anderen abstimmen und sagen, ich habe das und das vor, habt ihr was dagegen? Dann wird das abgestimmt und dann ist die interne Zustimmung dann auch gegeben. Es werden auch die Zeichnungsbefugnisse geregelt. Ich sprach eben über die Kontenvollmacht. Es kann ja da drin dann stehen, Kontenvollmacht soll nur zwei haben, die mit den Finanzen zu tun haben. Der Sitzungsturnus wird festgelegt. Sie brauchen mindestens zwei Sitzungen im Jahr. Das kann natürlich auch eine Telefonkonferenz heute sein. Die eine wird sich eher mit dem vergangenen Jahr beschäftigen, also mit dem Feedback, mit der Frage, was ist uns gelungen und wie stellen wir das nach außen dar. Und die andere Sitzung wäre eher dann mit den Projekten, mit der Zukunftsgestaltung, mit den laufenden Problemen befasst. Und das Berichtswesen wird auch unter Umständen angesprochen in dieser Geschäftsordnung. Wer soll denn welche Unterlagen und welche Berichte erhalten? Zu beachten ist es, wenn Sie die Geschäfte führen, Sie haben ja eine gemeinnützige Einrichtung, die Sie führen, dass nicht nur die Satzung alle gemeinnützigkeitsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen muss, sondern auch die tatsächliche Geschäftsführung. Das, was Sie tun, muss genau den Vorgaben der Satzung entsprechen. Sie können da keine eigenen Vorstellungen entwickeln. Ich rede jetzt von der Stiftung, im Verein ist es etwas lockerer. Und Sie sollten auch das Stiftungsleitbild zum Leben erwecken. Stiftungsleitbild ist ein Text, in dem Sie grundsätzlich Ihre Ziele, Ihre Motive, Ihre Arbeitsweise darstellen, auch als Selbstbindung gewissermaßen für Ihre weitere Tätigkeit. Also Sie können da auch festlegen, wen wollen wir denn fördern, wie wollen wir denn fördern. Wollen wir Leuchtturmprojekte haben oder wollen wir in die Breite fördern, wollen wir punktuell fördern oder wollen wir eine Dauerförderung für eine Einrichtung haben und so weiter. Sie können auch Compliance-Regeln in dem Stiftungsleitbild festlegen, um Interessenskonflikte auszuschließen. Zum Beispiel mein Lieblingsthema ist, wer ist für die Vermögensverwaltung zuständig? Haben Sie einen Bank oder einen Vermögensverwalter, einen Banker im Vorstand, dann würde er das gerne mit seiner Bank machen. Dann gerät er in einen Interessenskonflikt. Ich meine, wenn er Fachmann ist, ist es gut, ihn zu haben. Er sollte das Vermögen betreuen, aber das Depot sollte bei einer anderen Bank liegen. Dann sind die Interessenskonflikte ausgeschlossen. Sie sehen hier Stiftungsleitbild unterstrichen. Wenn in diesem Text etwas unterstrichen ist, heißt das, ich habe hinten am Ende ein paar Links eingeführt, die ein Beispiel aus dem Internet, was ich so gut fand,
herausgezogen habe. Also Sie können die dann anklicken und dann kommen Sie auf eine Seite, die Stiftungsleit oder in dem Fall zwei Stiftungsleitbilder von zwei Stiftungen zeigt, damit Sie mal so sehen, was da drin stehen kann. So, das sind die beiden Aufgaben, die sich so eher aus der Juristerei ergeben. Die dritte Aufgabe ist die Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens. Die ersten beiden sind ja keine Aufgaben, sondern eigentlich Regelungen. Die Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens, warum geht mein Ding hier nicht weiter? So. Sie soll sicherstellen, dass das Vermögen in seinem Bestand erhalten bleibt. So steht es meistens in den Stiftungssatzungen. Bei Vereinen steht da nichts, weil ein Verein eigentlich in seinem klassischen Leitbild kein Vermögen hat. Außer vielleicht ein Sportplatz, ein Vereinsheim oder sowas, aber das muss nicht in seinem Bestand erhalten bleiben. Und die Stiftung muss auch Erträge erwirtschaften. Also eine Million zu haben und zu sagen, in diesen zinslosen Zeiten lasse ich die lieber auf dem Konto liegen, mag ja vernünftig sein, aber es verstößt gegen Gemeinnützigkeitsrecht. Sie müssen es verzinslich anlegen, egal wie mager dieser Zins aktuell auch ist. Ich empfehle Ihnen, Sie müssen sich nicht dran halten, machen Sie das nicht selber. Lassen Sie das machen. Es sei denn, Sie sind wirklich ein Profi, Immobilienwirt oder BaFin zugelassener Vermögensverwalter, dann können Sie es natürlich selber machen. Aber wenn Sie so jemanden nicht im Vorstand haben, lassen Sie es von einem Profi machen, einer Bank, die Sie dann nach objektiven Kriterien auswählen. Und das heißt, Sie müssen im Vorhinein wissen, was soll der können, was soll der mitbringen, diese Bank oder dieser Vermögensverwalter, der Unabhängige. Und Sie sollten Ihre Wahl auch begründen. Sie sollten also mindestens drei Stück angucken und dann den, der Ihnen am meisten zugesagt hat, auswählen. Ich sage das deshalb, Sie sollten es nicht selber machen, weil das einer der heikelsten Punkte ist gegenüber dem Finanzamt und der Stiftungsaufsicht. Wenn hier Vermögen durch eine fehlerhafte oder auch ungewollt schlechte Verwaltung oder durch einen Markteinbruch verloren geht, ist es gut, wenn Sie mit Ihrem Zeigefinger auf jemand anders zeigen können und sagen, der hat es gemacht, wir haben uns den gut ausgesucht und gut angeguckt, tut uns leid, aber wir waren es nicht. Damit der das aber auch gut macht, dem Sie die Verwaltung übertragen, sollten Sie ihm Anlagerichtlinien zur Hand geben. Die gelten für sich selbst, für den Vorstand, aber auch natürlich für den Verwalter. In diesen Anlagerichtlinien, auch da finden Sie wieder ein Beispiel hinten dran oder ein Text, glaube ich, vom Bundesverband. In diesen Anlagerichtlinien sagen Sie zum Beispiel, welche Wertpapiere zulässig sein sollen und welche nicht. Das heißt, Sie lassen Aktien zu, aber nur bis zu 30%, 50%, aber bitte keine Währungsgeschäfte. Hedgefonds nein, aber Zertifikate ja und so weiter. Das können Sie dort alles festlegen. Dann hat auch dieser Verwalter eine Orientierung. Wenn dieser Verwalter auch stiftungserfahren ist, es gibt einige Vermögensverwaltungen in Deutschland, die gerade bei Stiftungen, wo ja Besonderheiten gelten, anders als bei privatem Vermögen, gute Erfahrungen haben, dann sind sie eingestellt, dann gibt er ihnen auch, dann sagt er ihnen auch, was in solchen Anlagerichtlinien sinnvollerweise drinstehen sollte. Wenn Sie ethische Grundsätze dazugeben wollen, Nachhaltigkeitskriterien geben wollen, dann sollten Sie auch dafür einen Leitfaden vorgeben. Aus dem nur zu sagen, leg aber nachhaltig an, ist eine sehr, sehr breite und sehr dehnbare Formulierung. Ich habe Ihnen hier die Grundsätze der evangelischen Kirche mal drangehängt, weil die mir besonders gut gefallen, obwohl ich nicht evangelisch bin. Und Sie sollten natürlich diesen Verwalter dann auch regelmäßig überprüfen. Das heißt, mindestens einmal im Jahr ein Treffen mit ihm vereinbaren und ihn vortragen lassen, die Performance sich erklären lassen. Und wenn alles schlecht läuft, nicht gleich im ersten Jahr, aber mehrere Jahre lang nicht befriedigend läuft, dann sollten Sie sich nicht scheuen, diesen Verwalter auch zu wechseln. Gut, ich gehe hier nicht weiter darauf ein, weil es gibt noch zwei Webinare in dieser Woche, genau zu diesem Thema. Da kann man sich Stunden drüber unterhalten. Kommen wir dann zu dem nächsten wichtigen Thema, Verwirklichung des Stiftungszwecks. Ich habe eben gesagt, lassen Sie es machen bei der Vermögensverwaltung. Und diesen Punkt sage ich, machen Sie es unbedingt selbst.
Weil das ist der Teil, der am interessantesten ist, der den meisten, am meisten Spaß macht und bei dem Sie sich auch am ehesten für die Stiftung einbringen können. Denn die ganze Stiftung existiert ja eigentlich nur dafür, einen Stiftungszweck, einen gemeinnützigen, mildtätigen, kirchlichen Stiftungszweck zu verwirklichen. Und da kann man sich einbringen, auch wenn man eine fördernde Stiftung ist. Oben die Definition klingt etwas tautologisch zunächst. Die Schwerpunkt liegt hier auf den kursiven Begriffen ausschließlich und unmittelbar, die in der Abgabenordnung so geregelt sind. Ausschließlich, glaube ich, versteht sich selbst. Sie sollten keinerlei andere Dinge mit dem Stiftungsgeld tun, als den Stiftungszweck fördern. So Nebenbeigeschäfte sind, können kritisch werden. Und sie sollen unmittelbar den Stiftungszweck erfüllen. Unmittelbarkeit heißt zunächst einmal, dass sie diese Förderzwecke direkt erfüllen. Das heißt, sie haben ein eigenes Heim, Stiftung, ein eigenes Kinderheim oder irgend sowas. Das wird aber bei unseren Stiftungen, bei den kleinen Stiftungen in der Regel nicht zutreffen. Es ist aber nicht unschädlich, wenn Sie das nicht so direkt tun, sondern Umwege gehen, zum Beispiel, indem Sie andere gemeinnützige Stiftungen oder Organisationen, muss keine Stiftung sein, finanziell oder ideell oder auch mit Material, mit Materialien unterstützen. Aber diese Unmittelbarkeit ist eben das ursprüngliche Leitbild einer Stiftung, deshalb steht es in den der Abgabenordnung an vorderster Stelle. Sie können auch Hilfspersonen einsetzen als weitere Variante, wenn Sie auf der anderen Seite keine gemeinnützige Einrichtung haben, aber einen gemeinnützigen Zweck realisieren können. Es ist gut, wenn Sie sich im Vorfeld Auswahlkriterien überlegen für diesen Partner. Was soll der mitbringen? Wie soll die Zusammenarbeit mit ihm sein? Soll er mit Ihnen auf Augenhöhe arbeiten? Soll er Ihnen erlauben, in die Projekte zu fahren oder möglicherweise sogar mitzugestalten? Oder genügt es Ihnen, wenn Sie ihm einfach nur Geld überweisen und sagen, ihr seid gut, euch vertraue ich, macht damit, was ihr wollt? Das ist die typische Haltung eines Spenders, aber ein Stiftungsvorstand sollte eigentlich tiefer gehen. Das heißt, auch da, wo in der Satzung ein Förderpartner sogar fest genannt ist, es ist ja häufig so, dass ein Stifter sagt, ich möchte damit, dass die Organisation XY unterstützt wird. Selbst in dem Fall kann man mit diesen Projektpartnern in Kontakt treten und sagen, was habt ihr denn für Projekte, was können wir denn gemeinsam tun, damit sie sich das aussuchen, an dem sie meinen, dass es am ehesten zu ihrem Stiftungsprofil oder zum Stifterwillen passt. Das ist gut für die Stiftung, ist auch gut für ihre Arbeit, weil sie sich dann wirklich fokussieren und nicht mit weiter Gießkanne dann etwas ausstreuen. Des Weiteren können Sie Förderleitlinien erstellen als Orientierung für. Das ist dann, wenn Sie Anträge entgegennehmen, ein Antragsverfahren haben wollen, dann sollten natürlich die Antragsteller und auch das Entscheidungsgremium, das Sie dann einsetzen, wissen, auf welcher Basis kann denn jemand einen Antrag stellen? Wann hat er denn eine Chance, auch berücksichtigt zu werden? Da müssen Sie dann sozusagen Ihre eigene Rolle auch definieren. Wollen Sie eher passiv sein, Geld nur vergeben oder wollen Sie ein mitgestaltender Partner sein? Wenn Sie keine Antragsverfahren zulassen, sondern sich die Projekte grundsätzlich selber aussuchen wollen, dann fallen diese Förderleitlinien mit den Auswahlkriterien gewissermaßen zusammen, denn auch dort schreiben Sie ja rein, welche Art von Projekten Sie besonders bevorzugen würden und wo Sie den tatsächlichen Bedarf am ehesten sehen. So. Und Sie sollten am Ende dann auch, nicht nur am Ende, das wird von Anfang an so vereinbart, einen Verwendungsnachweis einfordern. Das heißt, Sie wollen den Mitteleinsatz kontrollieren, Sie wollen die Wirkung der Maßnahme erfahren, die Sie unterstützt haben. Es gibt Organisationen, die erstellen Wirkungsberichte und den sollten Sie auch sehen und sich anschauen und eventuell mit denen besprechen. Haben Sie da keine Hemmungen, auch wenn es eine sehr große Organisation ist,
auf diese Leute zuzugehen, den Vorstand anzuschreiben, dort die Geschäftsführung und zu sagen, ich suche das Gespräch für eine längerfristige Förderung. Die laden Sie gerne ein, um mit denen zu reden. Sofern es nicht ganz kleine Beträge sind, das muss ich dazu sagen. Aber bei Beträgen, ich sage mal ab 5.000 Euro, gehören Sie zu den Großspendern und dann müssen Sie auch das Recht haben, dann sollten Sie auch das Recht haben, über die Verwendung dieser Gelder mit zu reden. So, was müssen Sie beachten, wenn Sie also Mittel jetzt an Empfänger weitergeben, zum Beispiel an die Organisation? Sie halten sich a strikt an die Satzung, das heißt, der Stifterwille ist das oberste Gebot, das höchste Gesetz, an dem Sie sich zu orientieren haben. Die Mittel sollten zeitnah vergeben werden. Dieser Begriff der Zeitnähe ist so definiert, dass Sie Gelder, die Sie in diesem Jahr verdient haben oder eingeworben haben, bis zum Ende des übernächsten Jahres für den Stiftungszweck verwendet haben müssen. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, Rücklagen zu bilden für spätere Projekte. Die müssen aber dann sehr genau umrissen sein. Wenn Sie zum Beispiel ein Haus bauen wollen für irgendwas und wissen, erst in 5 Jahren haben wir das Geld dafür zusammen, dann können Sie das in 5 Jahren ansparen. Sie müssen dann aber auch schon Bauplanungen, einen Kostenvoranschlag und dergleichen in der Hand haben, um das glaubhaft zu machen, dass Sie dafür Gelder ansparen. Wenn dann aus dem Projekt am Ende nichts wird, was ja sein kann, dann müssen Sie diese Rücklage auflösen und tatsächlich dann auch wieder für andere Zwecke verwenden. Die Sparsamkeit ergibt sich eigentlich aus den Sorgfaltspflichten eines Kaufmanns. Sie müssen immer bedenken, auch wenn Sie der Stifter sind, das Vermögen, mit dem Sie es hier zu tun haben, ist nicht Ihr eigenes. Sie haben es zwar reingegeben in die Stiftung, aber Sie haben es verschenkt. Und ab sofort, ab diesem Zeitpunkt, agieren Sie mit fremdem Geld, nicht mehr mit eigenem. Und so müssen Sie sich auch verhalten und so müssen Sie auch sorgsam mit diesem Vermögen und natürlich auch mit den Geldern, die Sie ausgeben, umgehen. Vielleicht ein Hinweis noch zur Sparsamkeit gehört natürlich auch die Sparsamkeit in den eigenen Kosten, in den Verwaltungskosten. Eine Förderstiftung sollte eine Verwaltungskostenquote zwischen 5 und maximal 15% der Einnahmen haben. Es gibt natürlich Fälle, wo diese Quote auch höher ist, aber das Finanzamt akzeptiert in der Regel keine Quoten, die über 50% liegen. Es gibt immer mal Einzelfälle, wo man diese Grenze überschritten werden kann, bei einer großen Anschaffung oder irgend sowas, aber nicht dauerhaft sollte das so passieren. Sie sollten dann auch die eingeworbenen Gelder korrekt verwenden. Das heißt, eine Zustiftung ist eine Zustiftung, die gehört ins Kapital und eine Spende ist zum Verbrauch bestimmt, also dafür, dass Sie sie ausgeben. Und Sie sollten auch immer berücksichtigen, Rücklagen zu bilden, nicht nur für die Zweckverwirklichung, sondern auch Rücklagen aus der Vermögensverwaltung, also Kursgewinne zum Beispiel, gehören zunächst einmal in eine Rücklage, die Umschichtungsrücklage, die können Sie später auch wieder auflösen für Stiftungszwecke, das ist erlaubt. Aber wenn Sie nicht müssen, sollten Sie es nicht tun, weil das ist Ihr Puffer, den Sie vorhalten, wenn in der Vermögensverwaltung tatsächlich mal der Markt abrutscht und Ihr Vermögen um ein paar Prozentpunkte oder vielleicht sogar zweistellig sich verringert. Das können Sie dann aus dieser Umschichtungsrücklage wieder auffüllen. Und Sie bekommen dann keine Auflagen vom Finanzamt, dass Sie möglicherweise erst wieder, bevor Sie den Stiftungszweck verwirklichen, erst wieder aus den künftigen Erträgen das Vermögen auffüllen müssen. Das ist langweilig und frustrierend. Und habe ich da noch was stehen? Ja, ja gut, das ist wieder, achten Sie darauf, dass Sie keine Spendengelder und keine Erträge aus der Vermögensverwaltung in die wirtschaftliche Betätigungssphäre bringen. Das wird häufig, nicht häufig, aber missachtet manchmal. Stellen Sie sich vor, Sie machen eine Benefizgala für Ihre Stiftung, wollen Spenden einwerben, Sie drucken oder lassen 5.000 T-Shirts herstellen und am Ende kommen nur 100 Leute, dann stehen Sie ziemlich begossen da mit einem großen Minus. Sie dürfen das Minus nicht aus den Erträgen der Stiftung
auffüllen. Sie haben dann ein echtes Problem, da werden Sie wahrscheinlich dann auch persönlich dafür gerade stehen müssen. Das heißt, wenn Sie so etwas vorhaben, dann empfiehlt es sich möglicherweise hier eine Tochtergesellschaft zu gründen, eine haftungsbeschränkte Gesellschaft, eine UG oder sowas, mit der Sie dann diese Veranstaltung machen, und wenn die pleite geht, ist er halt pleite. Vielleicht frage ich an dieser Stelle mal, sind noch, Sabine, weitere Fragen aufgelaufen oder mache ich gleich weiter? Ja, können wir gerne nutzen. Wir haben ein paar Fragen. Es ging nochmal um die Geschäftsordnung. Da war die Frage, wird denn in dieser Geschäftsordnung auch geregelt, welche Tätigkeiten eine Geschäftsführung, die angestellt ist, dann allein ausführen darf? Das kann man da regeln, aber normalerweise, wenn man einen Geschäftsführer hat, wird man das mit ihm direkt vertraglich regeln. Das heißt, seine Aufgaben sind dann in einer Aufgabenbeschreibung definiert, die dann der Vorstand gemeinsam verabschiedet. Weil der Geschäftsführer wechselt ja immer wieder mal unter Umständen oder übernimmt andere Aufgaben, er macht ja nicht immer dasselbe. Deshalb würde ich das so regeln, aber man kann das in diese Geschäftsordnung reinschreiben, warum nicht? Also in der Gestaltung dieser Geschäftsordnung sind Sie recht frei. Es gibt da keinen fixen Rahmen, den man einhalten muss. Dann nochmal eine Frage zum Stiftungsvorstand. Wenn der Stiftungszweck jetzt die Unterstützung eines gemeinnützigen Vereins ist, wie weit hat dann der Stiftungsvorstand das Recht, auch die operativen Ziele und die Arbeit mitzugestalten und mitzubestimmen? Nun, wenn er das Geld gibt, hat er immer das Recht, das zu tun. Man muss dann gucken, wie das individuell gestaltet ist. Es gibt ja häufig Vereine, oder es gibt Vereine, die machen operative Dinge, die sind sehr gut, aber sie haben kein Geld. Und da gab es eine Zeit, das war steuerlich begründet, dann haben diese Vereine nebenher eine Stiftung gegründet, die also dann für den Verein Geld einwerben sollte und haben diese Stiftung dann mit den gleichen Leuten besetzt, die auch im Verein tätig waren. Das ist auch zulässig. Das heißt also, man kann Gelder einfach nur weitergeben und sagen, Verein, du weißt ja, was du damit machen willst, tu. Das kommt auf die individuelle Gestaltung an. Also wenn in der Satzung drin steht, unser Zweck ist, den Verein XY zu unterstützen, dann kann dieser Vorstand entweder sagen, wir wollen da mitreden, wenn er unabhängig ist als Stiftungsvorstand, wenn er aber tatsächlich nur ein juristisches Anhängsel, ein steuerliches Anhängsel für den Verein ist, dann würde ich die Gelder einfach durchleiten. Und noch eine Frage. Es wurde gerade ja die Sorgfaltspflicht des Kaufmanns angesprochen. Gelten denn für Stiftungen und EVs grundsätzlich die Vorschriften für den Kaufmann? Ja. Also in Anlehnung an das HGB? Ja, auf jeden Fall. Und zwar auch ohne Abstriche. Deshalb sagte ich auch am Anfang, man muss aufpassen, das kann man nicht so hemdsärmlich angehen, diese Vorstandstätigkeit. Dann machen wir doch weiter. Gut, wo bin ich stehen geblieben? Kommen wir schon zum nächsten Punkt. Ich hatte eben die beiden interessanten Punkte. Jetzt wird es eher langweilig, ist übertrieben, aber eher die formalen Dinge, die man erfüllen muss. Was ist die Rechnungslegung? Rechnungslegung ist die geordnete und transparente Aufzeichnung aller Geld- und Sachbewegungen in einem definierten Zeitraum, also im Geschäftsjahr zum Beispiel. Warum braucht man diese Rechnungslegung? Nun, der Stiftungsvorstand muss ja nachweisen, vor allem gegenüber der Stiftungsaufsicht, dem Finanzamt, aber auch den Stiftern und der Öffentlichkeit und dem Stiftungsrat, wen es alles gibt, dass das Stiftungskapital erhalten geblieben ist. Am Jahresende, sie muss nachweisen, dass die Voraussetzungen zur Steuerbefreiung noch gegeben sind. Er will auch nachweisen, dass er wirtschaftlich gearbeitet hat, sparsam gearbeitet hat. Und er will nachweisen, dass er die Fördermittel auch dem Stiftungszweck entsprechend eingesetzt hat. Und um das nachzuweisen, gibt es drei Papiere sozusagen. Das erste ist die Vermögensaufstellung. Die kann recht einfach sein, mit einfach nur Anfangs- und Endbestand. Wenn es nur um Kapitalien geht, ist das die Depotaufstellung der Bank.
viel weiter muss man da gar nicht gehen. Wenn Sie natürlich noch Sachwerte haben, Immobilien und Büroausstattung oder sowas, und das auch im Vermögen der Stiftung verbucht ist, dann müssen Sie das auch aufführen. Und Sie müssen eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung machen. Wenn Sie bilanzieren können, doppelte Buchführung kennen, dann sind Sie natürlich, dann machen Sie es noch besser. Aber es genügt eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung, weil eben auch ein Laie in der Lage sein soll, eine Stiftung zu führen, will man es nicht allzu kompliziert machen. Diese beiden Begriffe Vermögensaufstellung und Einnahmen-Ausgabenrechnung sind in Gedanken unterstrichen. Da habe ich am Ende auch ein paar Beispiele oder Muster mit drin. Deshalb gehe ich da jetzt gar nicht tiefer rein, weil an diesem Punkt entweder Sie verstehen was von Buchhaltung, dann ist das langweilig, was ich jetzt erzähle, oder Sie verstehen nichts davon, dann reichen auch die nächsten 10 Minuten nicht, um zu erläutern, was da alles drin ist. Wenn Sie davon nichts verstehen, dann suchen Sie sich jemanden im Bekanntenkreis, der das kann. Das sind Leute auch aus Unternehmen, die dort in der Verwaltung tätig sind, in der Buchhaltung tätig sind. Die können das und die machen das für eine Stiftung, wenn sie interessant ist, attraktiv ist von ihrem Stiftungszweck her, machen die das auch pro bono. Also da jemanden zu haben, der das Geld für den, muss eigentlich gar nicht sein, wenn sie sich umschauen. Und als drittes müssen Sie einen Geschäftsbericht schreiben mit der Erfüllung des Stiftungszwecks. Bei der GmbH heißt es Lagebericht, in dem Sie kurz darstellen, was Sie im abgelaufenen Geschäftsjahr gemacht haben. Damit belegen Sie, dass die tatsächliche Geschäftsführung auch der Satzung wiederum entsprach. Dann brauchen Sie noch eine Steuererklärung. Lassen Sie einen Steuerberater machen, wenn es etwas komplizierter wird. Und Sie stellen Zuwendungsbestätigungen aus. Auch hier sollten Sie, wenn Sie Zuwendungsbestätigungen ausstellen wollen, sich sehr genau an die Vorgaben des Finanzamtes halten und insbesondere auch darauf achten, dass Sie keine falschen Zuwendungsbestätigungen also ausstellen, weil sonst müssen Sie für den steuerlichen Verlust, den das Finanzamt erleidet, persönlich gerade stehen. Zunächst einmal die Stiftung muss gerade stehen, aber irgendwann kommt es dann auf Sie zurück. Das war es zu der Rechnungslegung. Ja, Durchführung von Sitzungen ist eigentlich klar, was damit gemeint ist und was Sie zu tun haben. Diese Sitzungen dienen der gegenseitigen Information. Sie sehen sich ja nicht immer als Vorstand untereinander, aber Sie sollten eben dann die Gelegenheit nutzen, dass Sie sich untereinander informieren über das, was Sie getan haben, was an Problemen aufgetreten ist, was Sie tun wollen, damit auch die anderen wissen, um was gerade ansteht. Und auch nach außen dann entsprechend sagen können, was in der Stiftung läuft oder im Verein. Sie besprechen also dort die laufenden Punkte, die laufenden Projekte und die geplanten Fördermaßnahmen. Und Sie, jetzt ist da mein Bild drüber, klären Vermögensfragen, also Fragen der Vermögensverwaltung. Sie reden über die Rechenschaftsberichte, was soll da drinstehen, wer soll was bekommen. Sie reden auch über Nachfolgethemen im Vorstand oder im Stiftungsrat, über die Vorstandsbesetzung, wenn sie unzureichend ist, und Themen von der Öffentlichkeitsarbeit des Fundraisings, die Website, wenn sie nach außen auftritt. Das sind alles so Themen, die natürlich bei den Gremiensitzungen so standardmäßig vorkommen. Über Sonderthemen will ich jetzt gar nicht reden. Es gibt noch eine andere Sitzung, die Sie in der Regel als Vorstand vorbereiten müssen, obwohl es nicht Ihre Aufgabe ist, nämlich die des Stiftungsrats oder des Kuratoriums, das Sie beraten soll oder kontrollieren soll. Es kommt auf die Satzung an, was da drin steht, welche Funktion der Stiftungsrat haben soll. Ich wundere mich immer, dass gerade bei diesen Punktsitzungen die Satzungen so umfangreich sind, weil das meiste doch eigentlich aus dem gesunden Menschenverstand ergibt, was man da so tut. Nun, der Stiftungsrat ist eigentlich selber für seine Sitzungen verantwortlich. Der Vorsitzende müsste sich selber vorbereiten, aber die Praxis ist die, dass er zu Ihnen als Vorstand kommt und sagt, mach mal, bereit mal vor, besorg mal das und das. Dann müssen Sie für die Einladung sorgen, für die Tagesordnung. Sie müssen eventuell einen Raum finden und die Mettwürstchen, Mettbrötchen besorgen. Gut ist es, wenn Sie für eine angenehme Sitzungsatmosphäre sorgen. Das hebt die Gemüter und macht die Stifterräte, Stiftungsräte, die ja manchmal etwas großkopferter sind, ich sage es mal so, Ihnen gewogener. Sie müssen präsentieren als Vorstand, Sie müssen etwas berichten.
Und es sollte ein Ergebnisprotokoll auf jeden Fall auch von diesen Stiftungsratssitzungen existieren, gemacht werden, damit sie sich später auch selber darauf berufen können. Denken Sie daran, im Stiftungsrat, auch der ist nur ehrenamtlich in der Regel, dass Sie ihm die Ehrerweisungen, die er erwartet, auch entgegenbringen. Also pflegen Sie den Kontakt zu ihm. Nehmen Sie sie mit in die Projekte, wenn Sie dort sind, unterwegs sind. Machen Sie motivierende Exkursionen. Das ist immer gut. Das hilft Ihnen. Das ist auch für die Außendarstellung dann recht hilfreich, wenn auch die Stiftungsräte dann in ihrem Netzwerk positiv über ihre Erlebnisse berichten. Ansonsten, Projekte fahren Sie hin. Ich habe das eben nicht gesagt. Also selbst wenn Sie in der dritten Welt irgendwo ein Projekt, eine Organisation, eine deutsche Organisation unterstützen, die irgendwo in den armen Ländern unterwegs ist, fahren Sie selber hin. Schauen Sie sich an, was die da machen. Ich tue das mit einer Stiftung, die ich gegründet habe. Bin jedes Jahr in Indien, in den Projekten dort. Und das ist ungemein spannend. Man trifft Leute, die man sonst nie kennengelernt hätte. Man kommt in Situationen, die man nie kennengelernt hätte sonst. Wenn Sie einmal in Indien über eine Müllkippe gestapft sind und dort mit den Leuten, die dort leben, gesprochen haben, dann kommen Sie auch mit einem ganz anderen Weltbild zurück. Und das kann sehr hilfreich und lehrreich sein. Und Organisationen sehen es auch ganz gerne, wenn sie sich das vor Ort anschauen wollen. Wenn es tatsächlich Probleme geben sollte, dass die sagen, nee, machen wir nicht, dann würde ich ernsthaft über diesen Partner nachdenken. Es gibt natürlich wieder Ausnahmesituationen. Im Katastrophenfall, eine Katastrophenhilfeorganisation wird sie nicht mitnehmen nach Mexiko, wenn sie zugucken wollen, wie da die Toten ausgegraben werden. Das ist klar. Aber bei laufenden Projekten, Schulprojekten, Straßenkinderprojekten und dergleichen, oder auch bei uns in Deutschland natürlich, können Sie sich das ansehen und Sie werden auch erstaunt sein, wie offen Sie dann vor Ort, wie freudig Sie vor Ort erwartet und behandelt werden, weil die kriegen auch jetzt mal einen zu sehen, der tatsächlich diese Förderung leistet. Die Organisation, die sie fördert, bringt ja ihre Mitarbeiter mit und verteilt ihr Geld. Aber das wissen die auch. So, und jetzt kommen sie, sie sind der Geldgeber oder ihre Stiftung, und dann freuen die sich. Die freuen sich richtig, wenn sie kommen. Also ich fahre jedes Jahr hin und das ist mein Urlaub sozusagen. Das war jetzt so ein Einwurf. Sind wir schon an diesem Punkt, was haben wir noch? Oh, ich bin ja schon fast zur Erstellung von Rechenschaftsberichten, das kann ich schnell machen. Sie wollen adressatenbezogen informieren, Sie haben einmal den Jahresabschluss, da stehen Zahlen drin, Sie haben den Bericht an den Stiftungsrat, der kann sehr umfangreich sein. Steuererklärung müssen Sie abgeben. Sie haben einen Jahresbericht für die Spender, der ist dann mit bunten Bildern versehen und hat schöne Fallbeispiele für die Förderung. Und Sie müssen auch sich in das Transparenzregister eintragen, wenn Sie ein rechtsfähiger Verein oder eine rechtsfähige Stiftung sind. Ab 1. Oktober 2017 ist das Pflicht. Das finden Sie unter transparenzregister.de. Es ist ein Überwachungsregister für die Strafverfolgungsbehörden, das eingerichtet wurde, um Geldwäsche zu verhindern. Es ist auch im Geldwäschegesetz geregelt. Gut, da bin ich mit diesen Punkten durch, mit den Aufgaben, die sich regelmäßig ergeben, kommen wir zur Kür. Zu den Aufgaben, mit denen sich ein Vorstand auch weiter beschäftigen kann, zum Beispiel um der Stiftung zusätzliche Mittel, Spenden oder Sachzuwendungen zuzuführen, um das Ansehen, die Bekanntheit zu verbessern und auch um den künftigen Bestand der Stiftung abzusichern. Denn je bekannter eine Stiftung ist, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass sie Generationen überlebt. Ein Feld ist die Mittelbeschaffung, das heißt die Spenderwerbung, Einwerbung von Zustiftungen, Beratung zu Testamenten, Schenkungen, auch zinslose Darlehen können Sie einfordern, obwohl das in der gegenwärtigen Situation wohl eher ein Risiko ist als eine gute Idee, aber zumindest vom Grundsatz her gibt es das. Sie können und sollten Kooperationen schließen, Netzwerke bilden, um sich selber zu vernetzen, um selber ein breiteres Wissen und ein Kontaktnetz aufzubauen, aber auch um gewisse Dinge, Fördertätigkeiten, die Sie alleine gar nicht durchführen können, mit anderen gemeinsam zu erledigen.
Sie müssen etwas aufpassen dabei, weil wenn Sie gemeinsam mit anderen etwas machen, bilden Sie ungewollt eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Und wenn Sie Pech haben, müssen Sie dafür eine eigene Steuererklärung abgeben. Deshalb müssen Sie darauf achten, dass Sie einen Kooperationsvertrag machen, aus dem hervorgeht, dass Sie nur ganz partiell in einem Projekt zusammenarbeiten, aber nicht auf breiter Ebene. Eine weitere Aufgabe ist Öffentlichkeitsarbeit, also die Kommunikation Ihres Stiftungsprofils. Die Website ist wahrscheinlich so, oder ein Blog ist wahrscheinlich das Mindeste, was Sie dann einrichten sollten, es sei denn, der Stifter will nicht, dass seine Stiftung in die Öffentlichkeit gebracht wird. Diese Fälle gibt es, aber sind wohl eher die Ausnahme. Gehen Sie zur Veranstaltung, gehen Sie zu Stiftungstagen, gucken Sie, wer in Ihrer Region noch alles tätig ist. Weil je mehr Leute Sie kennen aus der Szene, umso mehr kommen Sie auch in dieses Denken rein und umso mehr Selbstbestätigung finden Sie auch, mit dem Sie tun. Sie können darüber hinaus auch, das habe ich hier aufgeführt, wenn Sie Fachleute zu einem Thema in Ihrem Vorstand haben, die können ja auch andere Partner beraten. Warum soll nicht, wenn Sie einen Juristen in Ihrem Vorstand haben, dieser Jurist auch für Ihre Stiftung pro bono einen Partner in juristischen Dingen bei Vertragsgestaltungen und dergleichen beraten. Das ist durchaus eine Leistung, die gerne genommen wird. So, haben wir noch die Besonderheiten bei der Treuhandstiftung. Ich will eigentlich jetzt gar nicht über die Treuhandstiftung lange reden. Ich sage nur, sie entsteht durch einen Treuhandvertrag. Sie ist keine rechtsfähige Stiftung, die Anerkennung der Stiftungsaufsicht erfordert, sondern sie entsteht durch einen Vertrag mit einem Treuhänder. In der Regel auch kann das eine andere Stiftung sein, kann auch ein gemeinnütziger Träger sein, kann ein gewerblicher Treuhänder sein. Dieser Treuhänder wird dann Eigentümer des Vermögens und er verwaltet es dann gemäß dem Auftrag des Stifters. Dieser Auftrag ergibt sich dann aus der Satzung dieser Stiftung, genauso wie bei der rechtsfähigen Stiftung. Sie ist eigenes Steuersubjekt wie die rechtsfähige Stiftung, aber sie ist rechtlich unselbstständig. Das heißt, der Vorstand dieser Treuhandstiftung kann die Geschäfte führen, er kann aber nicht eigenmächtig die Stiftung nach außen vertreten. Das macht der Treuhänder dann, aber er kann sie bevollmächtigen, in gewissen Dingen für die Stiftung aufzutreten. Nun, für Treuhandstiftungen gibt es in Deutschland eine ganze Reihe von Verwaltern, die da spezialisiert sind. Zwei sind ja an dieser Webinarreihe beteiligt. Das ist der Stifterverband mit seiner Tochter Deutsches Stiftungszentrum. Und das sind wir, Haus des Stiftens in München, speziell jetzt die Stiftung Stifter für Stifter. Es gibt noch den Kinderfonds dort für Kinderstiftungen, Kinderhilfsstiftungen. Aber es gibt überall in Ihrer Region Verwaltungen in Ihrer Stadt, die Ihre Stiftung dann in die Treuhandschaft übernimmt. Aber ich will keine Werbung dafür machen. Ich habe hier nochmal alle Punkte aufgeführt, die ich eben angesprochen habe. Ich sehe gerade, Öffentlichkeitsarbeit fehlt, aber das macht nichts. Sabine, du hast da irgendwas vorbereitet, glaube ich, damit die noch nicht eingeschlafen sind und noch dabei sind, was zu tun haben. Die Frage ist, womit können Sie sich denn als Treuhandstifter entlasten? Und Sie dürfen hier alle Punkte auswählen, die Sie glauben auch zutreffen. Ich sehe die Liste jetzt nicht, ist aber nicht schlimm, gell? Du solltest sie sehen, aber das ist ein blaues Feld, aber die anderen sehen Sie. Ich gebe dann gleich die Ergebnisse durch. Ja. Die meisten. Haben auch gewählt. Ja, es gibt ein buntes Bild. Vielen Dank. Ich schließe die Umfrage und lese Ihnen die Ergebnisse vor. Und zwar, es waren ja mehrere Antworten möglich. 75% denken mit der Vermögensverwaltung an erster Stelle, an zweiter 64% die Buchführung, 61% die Steuererklärung,
48% glauben, man kann sich mit der Geschäftsführung entlasten und 25% mit der Vertretung nach außen. Also die Vielen Frage war, Dank. wovon kann man sich entlasten? Was macht der Treuhänder? Habe ich es richtig verstanden? Womit können Sie sich als Treuhandstifter entlasten? Okay. Ja, die Antworten sind doch gut. Ja, es ist also so, wie die Mehrheiten sind, so ist es auch tatsächlich. Ich habe hier auf der nächsten Folie jetzt mal alles grau unterlegt. Alle Punkte, die grau durchgestrichen sind, können Sie dem Treuhänder übertragen. In manchen Fällen müssen Sie ihm dem Treuhänder das übertragen. Die Steuererklärung zum Beispiel wird er machen wollen. Vertretung nach außen ist Vereinbarungssache, aber im Grundsatz macht es der Treuhänder. Die Geschäftsführung bleibt bei ihm, weil die Stiftung, auch eine Treuhandstiftung, unabhängig von den Zielen und von dem Sein des Treuhänders geführt werden soll. Das heißt also, Geschäftsführung ist auf jeden Fall eine Ihrer Aufgaben. Alle anderen sind fakultativ. Nein, Sitzungen müssen Sie auch durchführen. Aber die Förderleitlinien können Sie erstellen. Ich empfehle das, müssen Sie aber nicht. Ein Leitbild können Sie erstellen, müssen Sie nicht. Mittelbeschaffung, Spenden einwerben, wird der Treuhänder nie für Sie machen. Das ist viel zu viel Arbeit und viel zu individuell. Sowas bleibt an Ihnen hängen. Alles andere, Zweckverwirklichung habe ich hier grau unterlegt, aber nicht durchgestrichen. Sie sollten es selber machen, obwohl es Treuhänder gibt, die sagen, ach, das mache ich doch lieber. Ich bin doch der Fachmann dafür. Ich bin doch die Kinderstiftung, die Umweltstiftung, die genau weiß, wo es hingehört, das Geld. Reden Sie mit denen. Sie sollten sich da einmischen. Aber im Grundsatz kann es auch Aufgabe des Treuhänders sein. Ist das soweit verstanden? Damit bin ich eigentlich durch. Ich habe hier, ah ja, ein Punkt bleibt noch. Was Sie als Vorstand einer Treuhandstiftung tun sollten, können Sie, müssen den Treuhänder kontrollieren. Das haben Sie beim Verein, bei der rechtsfähigen Stiftung in dieser Konstellation nicht. Sie kontrollieren nicht die Stiftungsaufsicht. Aber als Vorstand einer Treuhandstiftung sollten Sie schon gucken, was macht denn mein Treuhänder da? Betreut er unsere Stiftung auch so, wie der Stifter sich das vorgestellt hat? Vorteil einer Treuhandstiftung ist auch, und damit muss sich der Vorstand eventuell befassen, Sie können auch weitgehende Satzungsänderungen beschließen mit diesem Treuhänder, sofern das mit der Satzung des Treuhänders übereinstimmt. Die geht so weit, also wir haben schon Fälle gehabt, wo sogar der Stiftungszweck geändert wurde. Denn es ist keine Stiftungsaufsicht im Hintergrund. Sie haben nur den Vertrag mit dem Treuhänder. Wenn der Treuhänder selber völlig unabhängig ist von den Zwecken, ist es ihm völlig egal, ob sie die Umwelt oder die Kinder oder Hospiz oder Gefangenenhilfe machen. Sie können dann auch wechseln. Nur das Finanzamt will wissen, bleibt die Stiftung mit der Satzungsänderung im mildtätigen oder im gemeinnützigen Bereich. Das heißt also, die neue Aufgabe muss natürlich auch dazugehören. So, jetzt haben wir nur noch 2 Minuten, gell? Ich fahre das einfach hoch. Sie können sich das angucken. Ich sage Ihnen nur, wenn Sie sich an diese Punkte halten, hier geht es um Vermeidung von Haftung, dann passiert Ihnen nichts. Es ist im Grunde das, was ich alles schon gesagt habe. Deshalb muss ich das nicht aufführen. Vielleicht den vorletzten Punkt, die Business Judgment Rule. Es gibt auch einen unternehmerischen Ermessensspielraum, den Sie haben. Das heißt, nicht jeder Fehler, den Sie machen, zum Beispiel bei der Vermögensverwaltung, führt zu einem Schadensersatzanspruch. Wenn Sie nachweisen können, dass Sie sich vorher gut informiert haben, dass Sie Alternativen geprüft haben, Sie haben es dokumentiert und Sie können nachweisen, Sie haben im Wohle der Stiftung handeln wollen, dann passiert Ihnen auch in einem Schadensfall nichts. So, das war es, was ich. Also da hinten kommen dann jetzt noch so diese Links. Und diese Unterlagen mit all den Informationen und Ja. den Links, die schicken wir Ihnen dann natürlich auch zu. Ja, vielen Dank. Wir nutzen die Zeit noch für ein paar Fragen. Und zwar war gleich die erste hier, eine Teilnehmerin schreibt, wir sind eine Treuhänderstiftung, die von einem Verein treuhänderisch verwaltet wird. Und die selbst sind erster und zweiter Vorsitzende von diesem Verein, also im Vorstand. Dürfen die sich dann auch als Vorstand der Stiftung bezeichnen? Warum nicht? Es ist so, der Begriff des Vorstands ist eigentlich ursprünglich nur auf die rechtsfähige Stiftung begrenzt. Sie sind, wenn Sie Vorstand einer Treuhandstiftung sind, nach außen ein
Bevollmächtigter des Treuhänders, juristisch gesehen. Aber da Sie diese Stiftung, die Geschäfte dieser Stiftung selber führen und führen wollen, sollten Sie sich als Vorstand bezeichnen. Ich tue das in den 6 Treuhandstiftungen, wo ich im Vorstand bin, auch. Und nimmt der Vorstand denn grundsätzlich vollständig an den Stiftungsratssitzungen teil? Das hängt auf den hängt vom Stiftungsrat ab, wie er das haben will. Eigentlich sollte er vollständig vertreten sein. Also ich würde mir es verbitten vom Stiftungsrat, wenn er mich dauerhaft auslädt. Dann würde ich sagen, dann macht er einen Kram allein. Und wenn jetzt da so eine Vorstandssitzung ist, ist die nächste Frage, gibt es denn so eine grobe Regelung, wie viel Geld man für eine angenehme Atmosphäre sorgen darf? Also wenn man, also wie viel Geld ja da investiert werden darf, Also wenn Sie damit zu man Hause nicht verdurstet. einen Partykeller haben oder einen schönen Kamin irgendwo auf der Terrasse, dann kann das schon eine angenehme Sitzungsatmosphäre sein. Die kostet Sie nichts außer ein paar Scheiterholz. Also es ist nicht nötig, da jetzt einen Raum anzumieten und dann die Canapés auffahren zu lassen mit Sektempfang. Das halte ich für übertrieben. Und als Vorstandsmitglied muss ich mich da versichern? Ja, es gibt, das habe ich ja als letzten, die müssen nicht, aber es gibt D&O-Versicherungen, die sind allerdings relativ teuer. Also das sollten Sie vorher tatsächlich abwägen, wie hoch ist denn eigentlich das Risiko, dass ich mal in Anspruch genommen werde. Wenn Sie gefährliche Dinge tun, bei denen sich andere verletzen können, dann macht es, also zum Beispiel Veranstaltungen durchführen, regelmäßig, dann müssen Sie natürlich eine Veranstaltungsversicherung abschließen, wenn da jemand auf der Schwelle stolpert und sich die Haxen bricht. Dann sollten Sie versichert sein. Ansonsten, ich meine, D&O-Versicherung ist, ja, manche wollen sie unbedingt, ich habe keine. Und wir haben auch bei Stifter für Stifter keine, obwohl wir über 70 Millionen Euro betreuen. Und das Thema Transparenzregister, viel diskutiert, viele Unsicherheiten. Ist es denn schon geklärt, ob auch ein gemeinnütziger Verein, in dem Fall die Arbeiterwohlfahrt, im Transparenzregister stehen muss? Ja. Kurze, Ja. klare Die Antwort. einzigen, die ausgenommen sind, sind treuhänderische Stiftungen, bei denen der Stifter keinen Eigennutz hat. Also alle gemeinnützigen treuhänderischen Stiftungen müssen nicht eingetragen werden. Punktlandung. Wir sind durch mit den Fragen. Vielen Dank für das. Ja, auch kurzweilige, wie hier gerade geschrieben wurde, super spannende und informative Webinar. Danke. Morgen geht es weiter mit Nachfolgeregelung und Sponsoring, wieder am Vormittag. Zeit, ja, jetzt wirklich sich ein Bier zu holen oder ein Glas Wein, wenn es nicht schon neben Ihnen steht. Ich hoffe, Sie sind bald wieder dabei und erstmal danke an Jürgen Reiß und Ihnen einen schönen Abend und bis bald. Tschüss. Danke auch, tschüss.